Kirchenpräsident Volker Jung hat die Frankfurter Buchmesse besucht. Der Evangelische Medienverband in Deutschland hatte den Medienbischof dazu eingeladen. Der informierte sich über aktuelle Entwicklungen in weltlichen und christlichen Verlagshäusern, zum Beispiel beim Kreuzverlag oder bei Reklam. Ein großes Thema auf der Buchmesse 2017 ist die Digitalisierung. Für Volker Jung kommt es aber mehr auf den Inhalt an als auf die Form. Wichtig ist, dass Menschen überhaupt lesen. Und an der ersten Stelle stehen die Inhalte. Das gilt für mich auch für die Bibel. Wichtig ist, dass Menschen die Bibel lesen. Ob sie das jetzt über ein Buch tun oder ob sie es elektronisch vermittelt tun, das ist eine zweitrangige Frage. Und deshalb müssen wir natürlich versuchen, weil wir diese Botschaft weitertragen wollen, in allen Medien präsent zu sein. In der Mainzer Christuskirche gibt es eine neue Fotoausstellung. Es geht um Menschen, die im falschen Körper geboren wurden. Die Ausstellung heißt Max ist Marie und kommt von Katrin Stahl. Die Künstlerin hatte selbst einen Sohn, der mittlerweile ihre Tochter ist. Die Ausstellung stellt die Menschen vor auf dem Weg zu ihrer Geschlechtsanpassung. Die Fotos können Sie noch bis zum 27. Oktober anschauen. Einmal als Martin Luther durch Deutschland reisen, dabei Personen der Reformation treffen und auch noch was lernen. Das geht mit Luther das Spiel. 2 bis 4 Spieler liefern sich hier einen Wettstreit um die meisten Punkte. Dazu besuchen sie Orte von Worms bis Wittenberg, entdecken Luthers Worterfindungen und konsumieren Dünnbier, wenn auch nur in Kartenform. Wir haben das Spiel für Sie getestet. Das Ergebnis finden Sie in unserem YouTube-Kanal.